Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder aus dem Internatszimmer. Ihr seht meine Zimmertür. Aber es geht nicht um die Zimmertür, es geht um die Champions League. Ja, die ersten zwei Spieltage sind gespielt und ihr seht, der ganze Spielplan hängt jetzt an dieser Wand. Eigentlich wollte ich es hier an dieser Wand hängen, aber da komme ich halt wegen dem Bett hier schlecht dran. Und deswegen, hier kann ich es am besten machen und außerdem hält es da an der Tür besser als an der Wand. Ja, die ersten zwei Spieltage sind wenigstens, wie gesagt, gespielt und deswegen werde ich auch die Ergebnisse zu den ersten Spieltagen hier zeigen, also Spielergebnisse und die Tabellen bislang, wie die aussehen. Fangen wir doch mal an, Gruppe A wie Ajax, ja, da könnt ihr sehen, Ajax gegen Glasgow 4-0. Neapel 4-1 gegen Liverpool, sehr überraschend. Aber Liverpool konnte sich dann mit dem Sieg gegen Ajax nochmal dafür ja quasi Kräfte setzen. Und ja, Glasgow Rangers, ihr seht, das Spiel wurde da verschoben um einen Tag. Also gestern wurde dieses Spiel gegen SSC Neapel verschoben. Aufgrund dessen, was halt in England da so vor sich geht, wegen der verstorbenen Queen, ihr wisst es ja, ich muss ich jetzt nicht erläutern. Und ja, das sind auf jeden Fall die Ergebnisse. Ich sag jetzt einfach nicht, also ich lese jetzt nicht die Ergebnisse vor, sondern ihr könnt sie ja sehen. Ich versuche aber die Kamera hier ruhig zu halten. Gruppe B, ich komme vom Fußball und bin schon wieder komplett müde. Porto, Atletico, Bayer und Brügge. Atletico Porto 2-1, Brügge Leverkusen 1-0. Dann das hier finde ich ein bisschen überraschend. Ich habe eigentlich gedacht, dass Porto das machen würde, aber nee, ist nicht. Und das Bayer Leverkusen gegen Atletico gewinnt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber die haben auf jeden Fall alle Chancen noch da. Gruppe C ist natürlich eine recht interessante Gruppe. Eine der interessantesten Gruppen. Mit Bayern, mit Barca, mit Inter und mit Viktoria Pilsen. Und ihr seht, Barcelona hat sich im ersten Spiel ein klares Statement gesetzt vor dem Spiel gegen Bayern. Mit 5-1 gegen Viktoria Pilsen, eine tschechische Mannschaft. Und die Bayern setzen sich mit einem souveränen 2-0-Sieg gegen Inter durch. Dann haben wir nochmal Inter gegen Pilsen 2-0 und dann das Kracherspiel von vorgestern. Bayern gegen Barca gewann Bayern 2-0 mit einer richtig starken Leistung. Unter anderem, ich habe zwar das Spiel nicht gesehen, aber hier, ich habe gehört, Upamecano und Hernandez sollen da richtig stark gewesen sein. Also das waren so die Man of the Match, also die Spieler des Spiels. Dann Gruppe D mit Frankfurt, Tottenham, Sporting, Lissabon und Olympique Marseille. Frankfurt gegen Lissabon schon ein bisschen überraschend. 0-3 verloren, Tottenham gegen Olympique Marseille 2-0, Sporting nochmal gegen Tottenham 2-0 und Olympique Marseille 0-1 gegen Eintracht Frankfurt. Also Frankfurt auch ein bisschen in der Spur, aber ich zeige gleich am Ende die Tabellenergebnisse. So, dann schwinge ich mir hier nach unten. Ich muss aufpassen, dass ich nicht hier den Spiegel filme, sonst seht ihr mich. Und das will ich hier nicht zeigen. Gruppe E waren Mailand, Chelsea, Salzburg und Zagreb. Wie sieht Dynamo Zagreb? Ein bisschen überraschend gegen Chelsea 1-0 gewonnen. Dann Salzburg, AC Mailand 1-1. AC Mailand gegen Zagreb 3-1 und Chelsea gegen Salzburg 1-1. Also Chelsea noch überhaupt nicht drin in dieser Champions League. Als Titelsieger vor 2 Jahren. Also 2021. Und dann haben wir auch eine recht interessante Gruppe mit Real Madrid, den Titelverteidiger, 14-facher Champions League-Sieger, Leipzig, DFB-Pokalsieger, Schachtar Donetsk und Celtic Glasgow. Celtic Glasgow gegen Real 0-3, keine Überraschung. Eher eine Überraschung ist Leipzig gegen Schachtar Donetsk 1-4. Und das hieß auch zu dem Zeitpunkt die Trennung von Trainer Tedesco. Man hat jetzt Marco Rose als Trainer und das hat man im Spiel gegen BVB gesehen, dass die Leipziger da 3-0 danach gewonnen haben.
Allerdings gegen Real hat es nichts genutzt, da verlieren sie nämlich 0 zu 2 und Shakhtar Donetsk und Glasgow trennten sich an dem Tag 1 zu 1. Gruppe G. Ich hoffe, ihr könnt das alles lesen. Ich habe halt die ganze Zeit das Handy in der Hand. Gruppe G. Interessante Gruppe mit City, mit Sevilla, mit Dortmund und mit Kopenhagen. Erstmal ein tolles Einsteigen in die Champions League mit Dortmund gegen Kopenhagen 3 zu 0. Genauso wie City gegen Sevilla 4 zu 0. Dann City gegen Dortmund, wo selbst Erling Haaland für City traf. Und das Spiel so von 0 zu 1 zum 2 zu 1 gedreht wurde. Und Kopenhagen und Sevilla hatten sich an dem Tag 0 zu 0 getrennt. So, ich die ganze Zeit. Warte, ich muss mal kurz Pause machen. Da bin ich wieder. Die ganze Zeit ist die Kamera nicht richtig, ey. Die ganze Zeit ist immer noch verschwommen. Aber egal, morgen gibt es wieder eine Bundesliga-Prognose und da ist ja wieder alles am PC. Dann ist auch hoffentlich alles lesbar. Aber ich habe gesagt, die Champions League, wenn es ums Thema Champions League geht. Dann sind wir hier im Internat. So, Gruppe H, Paris, Juventus, Benfica, Lissabon und Maccabi Haifa, ne, Haifa, weiß was ich, wie man es ausspricht. Israel. Paris gegen Juve. Wartet mal. So, die Kamera verschwommen, ey. Sorry für die Stockungen. Dann halte ich jetzt einfach so. Könnt ihr es eher lesen. Paris gegen Juve 2-1, Benfica gegen Maccabi 2-0, Juventus gegen Benfica schon ein bisschen überraschend 1-2 und Maccabi Paris nicht so überraschend 1-3, aber ich hätte eigentlich es höher erwartet von Paris, aber 3-1 ist standardsgemäß in Ordnung. So, das sind die. Ich darf nicht nach links filmen. Das sind auf jeden Fall die Ergebnisse. Mal gucken, und ihr seht schon, ich habe schon die anderen Spiele auch notiert, aber das in einem anderen Video. Kurz vor den Herbstferien, Entschuldigung, kurz vor den Herbstferien werde ich hier nochmal ein Video aufnehmen. Ich glaube am Donnerstag in 2 Wochen, am 29.09. Ist zwar ein bisschen früh, aber da beginnt am 3., also vom 3. bis zum 12. Oktober, vom 4. bis zum 12. Oktober die Spieltage 3 und 4 der Gruppe. Aber ich werde es nicht zu Hause präsentieren, ich werde es weiterhin hier präsentieren. Das heißt, es gibt 4, 5 Tage vorher die Ergebnisübersicht, also die Spielübersicht zu Spieltag 3 und 4 in der Gruppenphase. Und dann haben wir, jetzt schwenken wir hier rüber auf die Tabellen. Gruppe A, 2 Spiele, 2 Siege, 6 Punkte, 7-2-1 Schüsse, Tore der SSC Neapel vor Liverpool. Dann Ajax und Glasgow Rangers noch ohne Punkt und ohne Sieg. Gruppe B, da führt Brügge die Tabelle mit 2 Siegen an. Leverkusen direkt auf 2, Atletico auf 3 und Porto auf 4. Gruppe C, Bayern 2 Spiele, 2 Siege, 6 Punkte ohne Gegentor. Mit Brügge. Und ja, also Bayern ist nicht die einzige Mannschaft ohne Gegentor, aber sehe ich jetzt gerade. Barcelona auf Platz 2, Inter und Viktoria Pilsen. Also so könnte auch irgendwie die Endtabelle aussehen, wenn es jetzt nicht irgendwelche Überraschungen gibt. Also Bayern vor Barca, Bayern klarer Gruppenfavorit, Barca, dann Inter, dann Viktoria Pilsen. Gruppe D, ich muss kurz mit der linken Hand halten, mein echt rechter Arm ist schon ein bisschen ausgekugelt. Sporting vorne. Dann Tottenham, Frankfurt auf Platz 3, heißt Europa League. Und Olympique Marseille auf 4, auch noch ohne Punkt und ohne Sieg. Und dann haben wir Gruppe E. AC Mailand 4 Punkte, Dynamo Zagreb 3 Punkte, Salzburg 2 Punkte ohne Niederlage und Chelsea 1 Punkt aus 2 Spielen. Ziemlich überraschend. Gruppe F. Real klar vorne, 5 zu 0 Tore, 6 Punkte. Dann Shakhtar Donetsk, ein bisschen überraschend, ohne Niederlage, 4 Punkte. CD Glasgow mit 1 Punkt auf 3 und Leipzig, sehr schwere Spieler die nächst, um da irgendwie noch was zu reißen, auf 4. Dann Gruppe G, City vor Dortmund. Für mich ist auch City der klare Gruppenfavorit.
6:1 nach zwei Spielen. Dann kommt Dortmund, dann kommt Kopenhagen und dann Sevilla hätte ich jetzt nicht unbedingt hier, aber das ist jetzt irgendwie letzter sind. Aber das ist ja erstmal der zweite Spieltag gewesen. Und dann haben wir noch Gruppe H mit Paris. Klar vorne, klarer Gruppenfavorit. Lissabon als Zweiter, bisschen überraschend vielleicht. Juventus auf 3, Maccabi Haifa auf 4. So, das waren die Tabellenübersicht. Und hier wäre auch noch der Spielplan für die K.O.-Phase, habe ich euch schon mal gezeigt. Ja, und somit war es das mit dem Video. Habe ich gerade schnell aufgenommen. Und ja, wir hören uns morgen zur Bundesliga-Prognose zum letzten Spieltag erstmal vor der Länderspielpause. Auch mit interessanten Spielen kann ich euch schon mal sagen. Und da machen wir es dann wieder vom Haus-PC sozusagen. Bis dahin, tschüss und noch euch einen schönen Tag heute. Ciao.